Gut, von hier kommen auch keine Leute mehr. Okay, ich würde sagen, wir haben super aufgeräumt. Wir haben jede Menge Bösartigkeitspunkte, die wir jetzt noch integrieren können und müssen. Ich werde auf jeden Fall den Grubenlord noch ein bisschen verstärken. Der kommt dann nachher auch mit, wird ebenfalls mit uns kämpfen. Da sind schon wieder Krabben unterwegs. Mit Krabben kann ich umgehen, mit Leuten, die meinen Dungeon überfallen, nicht so. Ich frage mich trotzdem, wo das Portal ist, das die immer bedienen, um zu mir zu kommen. Ist das oben in der Stadt? Hier, ja. Ah, okay. Das heißt, die Stadt, die müssen wir nachher noch erobern. Wir kümmern uns jetzt erstmal um den Kanonenturm. Na, warte. Oh, da kommt eine ganze Armee. Ihr geht mal bitte außerhalb der Reichweite. Können wir bitte damit aufhören, Talia sterben zu lassen? Ich meine, sie wiederzubeleben ist jetzt nicht schwierig, aber ihre Frisur wieder so hinzuföhnen, treibt die Stromrechnung wirklich in astronomische Höhen. So, du bist sicher. Der Rest kann noch weiter kämpfen. Sehr schön, ja. Oh, mit dem Ogre wird das was. Talia ist die Einzige, die gestorben ist. Das finde ich gut. Kannst auch gleich wieder hoch. Und die Naga wird sich nicht erholen. Die wird auch gleich wieder nach oben gehen. Denn das läuft gerade. Wir haben wieder alles unter Kontrolle. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Na gut, hier nicht so. Dann wird der Grubenlord mal Hallo sagen. Der wird auch gleich noch ein bisschen verstärkt. Um 5 Stufen. Dann darfst du gerne mitkommen, mein Freund. Du bist jetzt mein Kumpel. Nimm das! Das Böse wird siegen. Das will ich hoffen. Jetzt geht's nur noch um Stärke. Den Rest haben wir soweit. Oh, nicht tot zu kriegen, 2. Erhöht die Lebenspunkte eures Ogres um 100%. Na, wenn der dann noch erobert werden sollte, Prost Mahlzeit. Sieht gut aus. Dann machen wir gleich mal das Türmchen hier oben down. Dann kommen von hier definitiv keine Leute mehr. Allgemein werden sie dann nur noch durch das Tor laufen. Ich werde mal das erst erforschen. Dann können wir noch mehr Forschung mit unterbringen. So, und aus der Vergangenheit und weil ich das Ganze ja schon im Livestream gespielt habe, weiß ich, dass wir jetzt gleich angegriffen werden, wenn wir versuchen, hier das Wasser zu vergiften. Das bedeutet, du wirst das versuchen und ihr passt oben. Warte mal. Und ihr passt oben auf, wir speichern auch. Das Wichtigste ist, dass Talia dabei nicht unterbrochen werden darf. Wir haben ja einmal, dass keiner unserer Horde-Kreaturen ins Wasser gehen darf. Und wir haben einmal, dass Talia nicht unterbrochen werden darf, während sie das Ganze hier Talia hatte die ersten Wasservorräte vergiftet. Erreicht und machte sich daran, diese in einem mystischen Ritual zu verseuchen. Wenn du mit mystischem Ritual meinst, dass ich einfach das Zeug nach und nach reinkippe, dann ist das völlig richtig. Dumm-di-dumm. So, das gefällt natürlich den Menschen nicht, deswegen kommen die jetzt hier mit dem Schiff an. Und auf der anderen Seite wird auch gleich noch ein Schiff kommen. Und dort werden sie versuchen, uns kaputt zu machen. Gut, dass ich das vorher schon gespielt habe. Denn sonst würde sie unterbrochen werden. Sehr schön. Dann droht von dieser Seite schon mal keine Gefahr mehr. Es ist Zahltag.
Wunderbar. Ihr könnt aufpassen, ob unten irgendwas kommt. Aber unterbrochen wird sie schon mal nicht. Geschafft. Ausgezeichnet. Das dürfte für ein paar Magenbeschwerden sorgen. Oder für wandelnde Tote. Der erste Wasservorrat war verseucht. Zwei weitere warteten noch darauf, von Talia besucht zu werden. So, unser Grubenlord wird jetzt noch mehr Schaden fahren. Dafür haben wir gesorgt in der Forschung. Dank des Lektoriums. Okay, wir gehen schon mal weiter runter. Gebt eure Befehle. Denn wir müssen jetzt das Wasser hier irgendwie verseuchen, was noch unten ist. Das heißt, das Beste ist tatsächlich, über das Portal erstmal nach unten zu gehen und dann das hier unten kaputt zu machen. Wir müssen, glaube ich, drei Wasservorräte verseuchen. Das dürfte funktionieren. Teilweise sind unsere Leute schon Stufe 8 und sogar unser Ogre, der hat Hunger, aber ich wüsste gerne, der ist Stufe 6, also auch schon sehr weit. Jay-Z ist auch schon Stufe 6, warum auch nicht? Weißt du was? Der hat so viel getan für uns. Der wird jetzt erstmal hier zu einem Gobobot. Der ist cool, den mag ich. So, Teil 2 wird auch erforscht. Fertig. Komprimierte Forschungen sind alle soweit durch. Ein Lich könnten wir so langsam mal einstellen. Der dürfte dann so ein bisschen für die Verteidigung sorgen. Ach, guck mal, deswegen. Sowohl Ogre als auch der Grubenlord werden nicht als Einheit gezählt. Das ist natürlich sehr interessant. Guck mal, der Grubenlord hat eine riesige Grube. Uiuiui. Dann holen wir uns noch zwei Liche. Oder einen zumindest. Dass wir den auch mal produziert haben. Tada! Da ist er. Ultimatio. Und wenn wir jetzt mal bei den Untoten gucken, da fehlen noch zwei Stück. Ein Vampir kommt noch dazu. Und das war's. Was denn das letzte ist, das weiß ich nicht. Und hier fehlt auch noch irgendeiner. Das ist aber, glaube ich, diese komische Spinne, die fette Spinne. Dann haben wir die Dämonen schon soweit durch. Nur bei den Untoten fehlt uns noch eine Person. So, Ultimatio. Du bist nur zu schwach. Du gehst bitte trainieren. Oh, gehst du nicht. Hier ist alles voll. Okay, dann wartest du bitte. Hier müssen sowieso alle wieder los. Ich weiß gar nicht, warum die hier rumdallern. Kommt mit. Wer fehlt uns noch? Talia. Der Grubenlord. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nö, den haben wir alle. Und raus geht's. So, und dann kann Ultimatio auch so ein bisschen trainieren. Was ist mit dir, Vlog? Warum habe ich dich nicht mitgenommen? Ja, du machst schon mal weiter. Das ist schön. Du brauchst auch Level-Ups. Du gehst daran. Du gehst bitte auch weiter trainieren. Du trainierst. Du trainierst. Jedes Level-Up hilft uns. So, und wir marschieren. Wir haben noch 3 Minuten. Circa 3 Minuten 30. Ich hoffe, das klappt hier mit der Wasserquelle. Wir speichern mal, damit wir jederzeit zurück können, falls das nicht der Fall war. So, du kommst hier hin. Noch ein Wasservorrat? Ausgezeichnet. Den wird Hören und Sehen vergehen. Nicht unterbrochen wird. Also wörtlich, ich hoffe, das Zeug macht sie blind und taub oder zu Zombies oder was auch immer. Chaos und Zerstörung! Wir haben wieder Punkte. Eine nahe Krabbenkolonie war durch die Anwesenheit der Armee des unbedarften Bösen etwas beunruhigt. Oder hungrig, das war auch möglich. Jedenfalls zogen sie aus, um das Problem zu beseitigen. Los, macht diese Dinger platt! Heute Abend werden wir Hummer und Krabbensuppe genießen. Ja, stark ist er definitiv. Oh, unterbrecht sie nicht. Okay, bisher kriegen wir noch alle down.
Wichtig ist nur, dass sie nicht unterbrochen wird. Aber ich glaube, das wird sie durch Krabbenangriffe nicht. Die Flasche mit dem Viruszeug habe ich komplett reingeschüttet. Ich denke, das war's. Ist ja keine exakte Wissenschaft. Auf zu Nummer 3. Sieht zumindest so aus, als wenn es das war. Wir werden auch immer stärker. Dank den Grubenlords haben wir keine Probleme. Und wir verstärken noch weiter unsere Leute. Das muss ich. Unbedingt. Hat der Grubenlord schon sämtliche Aufstufungen? Ja. Ogre auch. Wunderbar. Ab nach oben. Eisenpilze aus Stahl haben wir auch. Sehr schön. Da kann das doch nun gut werden hier. So, von hier droht uns hoffentlich keine Gefahr. Sieht zumindest nicht so aus, als wenn man hier lang kann. Es ist Zahltag. Dann kümmern wir uns mal um die Leute hier. Ein Meisterschütze. Der ist böse. Okay, das wird den ein oder anderen Toten ergeben. Ja, der Goblin ist tot. Aber ist nicht ganz so wild. Hauptsache, wir haben schon mal die Vorstadt erobert. Dann müssen wir irgendwie versuchen, reinzukommen. Und da ist auch nochmal ein Assassine. Die sind bestimmt auch nicht gerade einfach. Und wenn der Kanonenturm die ganze Zeit ballert, während wir hier versuchen, die Katapulte und Tore einzureißen, dann haben wir auch ein Problem. Wo sind Talia? Ich will Thanos Kopf. Da steht die da noch mit der Naga. Schafft ihr das in ein paar Sekunden? So, und wir zaubern uns unser Portal jetzt mal hier mit hin. Dann können wir jederzeit direkt vor die Tür und wieder zurück. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Ja, wow. Ich glaube nicht, dass die Novizin das überlebt bei Stufe 3 Zombies. Und tschüss. Das ist schon fast peinlich. Der Angriff hat sich überhaupt nicht gelohnt, meine Lieben. So, wir holen uns noch das andere Katapult und erstmal die Tür. Solange die Assassinen nicht kommen, ist alles gut. So, der Grubenlord ist jetzt auch nochmal stärker. Eigentlich müsste ich Talia auch nochmal richtig schön hochstufen, damit die ordentlich Schaden fährt und noch ein bisschen mehr aushält. Denn unsere Lords sind im Moment besser dran als sie. Stellt euch noch mal kurz an die Seite, geht gleich weiter. Hier ist auch noch ein Turm und da ist noch ein Zelt, von wo aus Leute kommen. Talia, brauchst 450. Okay, langsam wird es auch mit dem Gold knapp, muss ich jetzt mal so sagen. Das ist eine Goldader für 15.000, dann werden wir hier jetzt erst einmal eine Schatzkammer draus machen. Und dann viel Spaß beim Abbauen. Das nehme ich mal alles mit. Das kann hier drüben mit eingelagert werden. Braucht ihr auch nicht mehr so weit laufen, wenn ihr das abbaut. Ja, da packt es da in die Schatzkammer. Das ist mir egal. Hauptsache, ihr seid schön schnell beim Geld sammeln. Denn das sieht nicht mehr so gut aus. Aber das liegt, glaube ich, daran, dass ich hier ein bisschen was beiseite gepackt habe. Ne? Jetzt kriegen wir komischerweise mehr Geld ran. Ich habe zu viel dorthin gepackt, in die Ecke. Schnack. So, was brauchst du jetzt? 550. Die eine Stufe mache ich noch. Und ich denke mal, den haben wir auch genügend Schaden für die gute Talia. Die ist dann ja schon Stufe 6 von 10. Dann haben wir drei große Lords, die sich darum kümmern, das Ganze hier fertig zu machen. Einmal Talia selber, als auch natürlich den Ogre und den Grubenlord. Wenn das nichts bringt, dann weiß ich auch nicht.
Alles Gute muss sterben. So ist schön. Auch der Assassine wird nicht zu lachen haben. Ich bin gespannt, wie viele Erfahrungspunkte der gibt, wenn er gleich tot ist. Wow. Deswegen sind unsere Orks auch schon auf Level 10. Ja, warum auch nicht? Also allein du hast schon 163 Angriffskraft. Das ist Wahnsinn. Sollte mich wundern, wenn wir es jetzt nicht noch gewinnen. Oder wenn wir es jetzt noch verlieren sollten. So. Geschafft. Das zählt noch und dann haben wir die letzte Vergiftung. Wir haben theoretisch alle drei Achievements geschafft. Die letzte Vergiftung machen wir gleich. In einer Minute ist nämlich schon wieder der Gezeitenwechsel und dann würden wir untergehen, weil hier natürlich das Wasser hochgeht. Also warten wir noch ein bisschen. Ah. Und dann gibt es tatsächlich nur noch eine weitere Mission, wo wir auch alle drei Achievements gesammelt haben. Und die nächste Mission ist, sag ich mal, kurz. Sehr kurz. Damit habe ich auch nicht gerechnet, so zwischendurch, dass wir dann gegen einen Boss kämpfen müssen. War mir nicht bewusst, aber das werden wir dann alles später sehen. Ich will natürlich nicht zu viel spoilern. So. Beide Stufe 15. Wann kommen die Gezeiten? In 20 Sekunden, dann ziehen wir los. Zahltag. Jo, auch das. Jetzt haben wir wieder Geld gehabt. Plötzlich ist es wieder weg. Oh, der nächste Berg ist abgebaut. Ja gut, das ist natürlich doof dann. Wie weit seid ihr vom Level her? Die Banshees 5 und 4. Du auf Level 2, du auf Level 6. Du musst auf jeden Fall erstmal weiter trainieren, mein Freund. Das ist dringend nötig, falls wir doch nochmal angegriffen werden. Was ich mir nicht vorstellen kann, aber es kann auch genauso gut sein, wir kriegen einen Spinnenangriff. Denn haben wir auch schlechte Karten. So, nebenbei graben wir uns hier so ein bisschen durch, in der Hoffnung noch irgendwo Gold zu finden. Und erforschen wir, dass unsere Goblins sich teleportieren können. Eigentlich brauchen wir das gar nicht, wir ziehen doch jetzt los. Du, 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 du. So, die Untoten dürfen auch noch mal ein bisschen was genießen an Verstärkung. Und dann geht's auch schon los. Letzte Wasserquelle. Bisher ist Talia nicht einmal unterbrochen worden. Kein Ork ist irgendwie im Wasser untergegangen. Und hier dürfte es bestimmt Krabben wieder nicht gefallen, was wir machen. Einige Krabben schienen alles andere als begeistert zu sein, dass sich jemand in der Nähe ihres Heims herumtrieb, und machten sich auf den Weg, um das zu unterbinden. Genau, ihr passt oben auf. Die anderen sind unten. Ja, jetzt wird Talia doch noch attackiert, aber sie wird nicht so angegriffen, dass sie abbricht. Du bleibst mal hier oben einfach stehen. Und Achievement sozusagen erreicht. Wunderbar, ganz wunderbar. Der letzte Wasservorrat war verseucht. Ausgezeichnete Arbeit. Nachdem nun alle Wasservorräte verseucht waren, konnte die Armee des zufriedenen Bösen ins Landesinnere ziehen. Auf die Hauptstadt der nicht ganz so freien Städte. Alphas. Das war alles hier? Hat ja jetzt überhaupt nichts gebracht, oder? Ich sehe keine Auswirkungen. Gemach, gemach. Das Wasser floss über Leitungen und Pumpen in die nicht ganz so freien Städte hinein. Erst dort würden die Auswirkungen zutage treten. Ausgezeichnet. Worauf warten wir dann noch? Ich muss mich mit Elric unterhalten. Ich bin schon etwas missmutig, dass wir diesen Trottel noch nicht hier angetroffen haben. Immer noch nichts von deiner guten Seite gehört? Keine Ahnung. Aber die ist doch so nützlich wie ein Hühnerauge am Fuß, oder?
Hoffen wir, dass sie da bleibt, wo auch immer sie jetzt ist. Jo, wir haben diesmal 1 Stunde 26 gebraucht, 1 Stunde 43 hat die Welt benötigt. Das heißt, wir sind definitiv schneller gewesen. Auch wenn es mir am Anfang ein bisschen zu lange gedauert hat, dadurch, dass wir so viele Rückschläge erlitten haben. Gut, nächste Mission heißt... Ich bin dein Vater. Die genau. Nicht ganz so freien Städte lagen in Schutt und Asche. Doch Thanos hatte nun Talia und die Armee des überraschten Bösen erreicht. Eine epische Schlacht stand bevor. So sieht's aus. Und ich freue mich jetzt schon drauf. Das wird eine relativ kurze Mission und danach... Ach Quatsch, nee, nicht. Ich bin dein Vater. Dies hier. Ach Gott. Der Titan von Alphas. Nachdem das Wasser der nicht ganz so freien Städte verseucht war, zog die Armee des widerwärtigen Bösen weiter, um auch das letzte Wahrzeichen der Städte zu zerstören. Den bronzenen Titanen von Alphas. Das ist jetzt die richtige Mission. Das heißt, der werden wir uns gleich widmen im nächsten Part. Ich freue mich drauf. Und die ist, wie gesagt, sehr kurz, bevor wir uns dann zu Ich bin dein Vater begeben. Das wäre die nächste Mission. Sorry dafür, das war ein Fauxpas meinerseits. Wir sehen uns im nächsten Part. Vielen lieben Dank fürs Ansehen und bis gleich hier bei Dungeons 3. Als Vorsitzender des Senats stimme ich für ein Abo auf diesem Kanal. Alles andere wäre völliger Wahnsinn. Wir sollten uns auch gleich das nächste Video ansehen.